Destiny Zukunft geleakt, Assassin's Creed Rogue kommt für den PC, Microsoft baut auch endlich mal eine VR-Brille und ein neues Bild aus Uncharted 4. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier, das sind heute die News und das sind heute die News. Offiziell geht es mit Destiny ja erst im Dezember weiter, zumindest was DLC-Inhalte angeht. Dann soll nämlich die erste Erweiterung The Dark Below erscheinen. Ein Spieler hatte aber schon jetzt die kuriose Situation, dass er im Auswahlmenü des Spiels keine einzige Mission spielen, dafür aber schon alle Missionen, die in den DLCs drin sein werden, sehen konnte. Insgesamt sollen in The Dark Below und House of Wolves 6 bzw. 5 neue Missionen drin sein. Das ist ein bisschen wenig, wenn man sich überlegt, dass diese DLCs einzeln 20 Euro kosten sollen. Außerdem zeigen die Beschreibungstexte auch, dass die Missionen auf den bereits bekannten Planeten, also Erde, Mond, Venus und Mars spielen. Und es ist auch nicht die Rede von neuen Alien-Spezies. Unklar, ob das wirklich schon alles ist. Ebenfalls unklar ist, ob die Hackergruppe Lizard Squad schon wieder an den Destiny-Ausfällen am Wochenende schuld ist. Das behaupten sie nämlich zumindest auf ihrer Twitter-Seite. Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht. Und auch bei Assassin's Creed geht es momentan noch inoffiziell zu, denn dass Assassin's Creed Rogue für PC erscheinen wird, ist momentan nicht offiziell bestätigt. Es häufen sich aber die Anzeichen, dass das passieren wird. Zuerst gab es ja diesen komischen Eintrag im Uplay-Client, wo plötzlich eine PC-Version von Assassin's Creed Rogue aufgetaucht ist. Jetzt, neuestes Indiz ist, bei der brasilianischen Behörde, die die Altersfreigaben vergibt, ist jetzt eine PC-Version von Assassin's Creed Rogue geprüft worden mit einer Freigabe ab 16 Jahren. Und auch Ubisoft hat in der Vergangenheit ja gesagt, man prüfe momentan, ob man denn eine PC-Version von Assassin's Creed Rogue machen kann oder nicht. Es würde gut funktionieren, zu allem, weil das Ganze auch in die neue Ubisoft-Strategie zur Assassin's Creed-Reihe reinpasst. Die haben nämlich gesagt, wir machen in Zukunft keine Assassin's Creed-Spiele mehr, wo eine Nummer hinten dran steht. Assassin's Creed Rogue. Besser spät als nie, aber jetzt springt wohl auch Microsoft auf den Virtual Reality Zug auf. Das hat zumindest Phil Spencer im Rahmen der Tokyo Game Show gegenüber der Webseite AV Watch erklärt. Bei Microsoft arbeitet man an einer Virtual Reality Brille. Das Ganze ist aber momentan noch in einem sehr frühen Stadium, deswegen haben sie auch noch nichts anzukündigen oder zu zeigen. Ein bisschen bizarr, einerseits wirbt Phil Spencer dafür, dass die Zukunft der Spiele die Kombination aus Kinect, Bewegungssteuerung und VR sein wird, wobei sie ja Kinect irgendwie ziemlich eingestampft haben. Gleichzeitig lobt er aber auch die Konkurrenten Sony und Oculus, die Microsoft da auf dem VR-Markt durch ihr Engagement den Weg bereitet haben. Auch von Sony gibt es was Neues, ein neues Bild aus Uncharted 4 A Thief's End. Das ist auf dem Twitter-Kanal des Lead Game Designers veröffentlicht worden und zwar im Rahmen der ND30-Ausstellung, also einer Kunstausstellung zum Jubiläum des Entwicklers Naughty Dog. Und darauf sieht Nate ziemlich Next-Gen aus. Wann Uncharted 4 wirklich erscheinen wird, wissen wir aber immer noch nicht. Momentan heißt es nur 2015. Es ist also noch etwas Geduld erforderlich, bis Nate endlich wieder sein Lieblingswort sagen darf. Oh no, no! Oh no! Oh no! No. 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 Oh no! No. 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 Das war's für heute mit den News. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen Mittag wieder. Bis dahin, weiterspielen.